aus als dem Hotel. Ja, nee, das ist hier echt ein schöner Platz, schaut mal. Ich möchte jetzt noch mal kurz einen Supermarkt bei Marquette. Ich habe mir im Internet geguckt, das soll hier irgendwo dann in der Nähe sein. Scheiße, jetzt haben wir auch gar keine Maps, ne? Oh Mist. Görüyor musun karıcığım? Aşıklar heykelleri tıpkı ikimiz gibi. Hep birbirlerinin etrafında dönüyorlar. Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Sırf ikimizi yapmışlar. Sen ve ben, ikimiz sevgili karıcığım. Büyüğü mü var burada? He. Hmm. 6.95. 90 lira. TL olarak. Aynı Türkiye'de de aynı. Ich bin ja auf der Hoffnung, dass ich jetzt hier irgendwas finde, was ich in der Türkei nicht habe. Aber ich gucke jetzt noch mal ein bisschen rum, würde ich sagen. Weil wir haben jetzt auch keinen Zeitdrang. Deswegen können wir jetzt hier in aller Ruhe rumstöbern. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier schon wieder in der Süßigkeitenabteilung angekommen bin. Ich kann mir vorstellen, dass das hier jetzt schon lecker schmeckt. Brownie. Allah. Alalım. Çarpışmış. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, dann sind das hier diese deutschen Mumus. Ich glaube, ich hole mir jetzt mal ein bisschen was davon. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade Lakritze ist, aber ich hoffe, ich nehme es jetzt mal mit. Boah, beste Getränk. Mann, wir haben nicht gehört. Schokolade, was haben wir hier noch? Was ist das für eine Frucht? Zitrone, es gibt auch Vanille. Oh, geil. So, das ist hier irgendwas mit Kiwi. Das nehme ich jetzt mal mit, made in Georgia. So, ich bin jetzt hier gerade beim Gewürzstand und ich habe keine Ahnung,
was das jetzt hier alles ist. Aber es sieht mir ganz interessant aus, weil ich zum Beispiel das hier gar nicht kenne, Tarragon oder Klavi, Quali. Was ist das? Keine Ahnung. Mikaki, Jaosi. Ich glaube, das sind irgendwelche Gewürzmischungen oder so. Was ist denn hier? Angekommen in der Käseabteilung Präsident. Bu peynir kuzum içindekiydi. Sulguni. Hier gibt's einfach mal Fisch. So. Kıyma. Bu biliyorsun 450 gram kıyma galiba. 3.20. Ya çok ucuz. I don't know what it is. Of Sami çıldırma yani. Sonra ne diyecek? Acıktım bile zaten. Şunlara baksana. Da wir kein Alkohol trinken, ist das jetzt hier für uns komplett uninteressant. Aber ich wollte jetzt hier nochmal gucken, ob ich vielleicht doch irgendwie einen Rucksack oder irgendwas finde. Irgendwas Interessantes. So, wir sitzen jetzt hier auch wieder im Taxi. Das ist unsere Ausbeute. Aber wir sind jetzt auch so kaputt, dass wir jetzt wieder schnell in die Türkei möchten. Ja, dauert jetzt auch nur 10 bis 15 Minuten Fahrt und dann sind wir auch schon wieder an der Grenze. Aber das ist so krass, weil nur so kurze Abstände voneinander sind und dann ist es trotzdem so ein Kulturschock irgendwie. Und Sam hat vorgeschlagen, lass uns jetzt nicht mehr hier essen, weil er kriegt das Essen hier auch nicht runter. Dass wir doch dann lieber nochmal zu Lale nach dieser fahren. Genau, das machen wir jetzt nämlich auch. Evet, ülkemize geri döndük. Çok mutluyuz. Canım ülkem, güzel ülkem, canım anam. Elhamdülillah, çok şükür ya vallahi. Geldik sonunda geri de. O kadar açım ki. Ben Türkiye dışında yediğim yemeklerin hiçbirinden doymuyorum. Ne kadar iyi yani yersem yiyeyim hiçbir şey fark etmiyor. Wieder in der Türkei angekommen, in der Heimat. Sind wir jetzt nochmal zurück nach Trabzon, weil wir heute zu Besuch eingeladen sind. Und jetzt laufen wir hier noch ein bisschen in der Stadt rum. Und ich zeige euch jetzt nochmal als letzter Abstecher nochmal die Stadt. Und dann würde ich jetzt sagen, beenden wir das Video. Es hat uns eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Die Bilder haben euch gefallen. Und dann würde ich sagen, tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal. Ne oldu? Yoruldum.
Oh Sami, hör jetzt auf, Mensch. Ne oldu? Ich habe das Video schon beendet, Sami. Brauchst gar nicht weiterführen.